Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und heute sind wir auf Exkursion mit der 21 Crew sozusagen. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, ja, ich und Aida haben immer gesagt, die Sommerferien werden voll ausgenutzt, dass ganz genau die letzten sind, bevor man in die Hölle namens Abi hinabsteigt. Und naja, mit dabei sind halt alle Boys hier. David, der hat man auch nicht lang gesehen. Max, Leni, Josh, Karl und sogar der Beneknick, der auch jahrelang nicht zu sehen war, verschollen war. Und na, wir sind in Singen, uns wird Kart gefahren. Da ist es schon, ja. Ich würde sagen, liken und abonnieren, damit wir nicht verunglücken. Oder Heider, was meinst du, kommen wir da lebend raus? Kommt drauf an, wie gut wir am Ende fahren. Oh, yeah. Man sieht meine beschmutzte Maske. Ja, ja, sehr beschmutzt sogar. Da sind sie voll rein hier, die Schwachmate. So krass auch passieren. Digga, nein, auf keinen Fall. Ja, bei dir vielleicht, wenn du voll durchbretterst. Ich glaube, der kriegt den nicht raus aus der Leitung. Alter, das ist ja richtig reingekratzt. Leute, da läuft die ganze Zeit so ein Beat hier und das hört sich an wie Yalla Yalla. Ah, da ist ein Kinderkart. Ich nehme das, mit dem gewinne ich. Und ich die Kinderkarts nicht sogar besser werden, wenn die schmaler sind und weniger wiegen, können sie besser beschleunigen. Das wird eigentlich entschieden, wer die Startposition bekommt? Nach dem Qualifying. Das Qualifying. Ja. Wenn du die schnellst. Aber wie erstmal, es gibt ja diese gelben Leuchten, da muss man erstmal normal fahren. Und man darf niemanden dort überholen. Erstmal muss jeder rausfahren und dann fängt es richtig an, nachdem jeder rausgefahren ist. Aha. Another one. Es gibt keinen Rückwärtsgang, das ist ja so belastend. Da ist schon Rasenmähermotor drin mit 6 PS. Ich glaube, jetzt kriegt das. Aber die steckt jetzt. Hi Jungs. Hallo. 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 Jetzt seht gerade, wie man es nicht macht, gell? Ja. Da sind wir heil. Oh ja. Boah, jetzt wird man vergast. Boah. Steckt man da nicht mit der Maske? Alter. Das ist schon geil. Bin ich mal gespannt jetzt. Jo, Jungs, lasst noch kurz ein Gruppenfoto machen. Wenn ihr nichts dagegen habt. Wir schreien oder so. Ne? Scheiße. 3, 2, 1. Yeah. Yeah. Digga, läuft die Aufnahme? Ja, okay, na dann. Oh shit. Digga, Max, Alter. Oh nein. Alter, aber die Lenkung ist. Keine Servolenkung. Da braucht man den Bizeps, wie gesagt, ne? Wenn sie loslassen, ich rausgehe. Okay.
same. Digga, es ist arschwarm. Holy. Es ist so warm, stinkt wie sonst was. Es ist einfach übelst krank. Leute, Filmplot. Ich hatte so ein fettes Mittagessen, schön die Spiegel angekommen ist. Ja, Leute, das war's mit dem Spaß. Da hat mal was. Ja, Leute, muss man halt verhindern, dass ich jetzt da in den Helm kotze, deswegen. It is what it is. Hab ich schon mal. Was ist geschehen? Ja, übel geworden. Was passiert, dann ist der genauso 21. Naja, 5 Runden mit Übelkeit. Der Max, wir sterben. Linus ist nicht der Grieche. Ich bin der Grieche. Grieche ist Jannis. Da geht's. Ne? Danke. Aber hauptsächlich geht es darum, dass jeder Spaß hat. 6 Runden mit Übelkeit überlebt. Weil ich dachte, ich muss die Scheiße weitermachen. Jetzt muss mal erzählen, was ist passiert. Ja, die letzten 6 Runden waren mir übel, aber ich habe trotzdem noch gemacht, Alter. Also so krass wurde ich noch nie durchgebumst. Alter, mein Rücken, was? Alter, du sitzt, ist ja richtig. Ja, richtig ekel. Also wie gesagt, das meiste Mikroplastik auf der Welt ist durch den Reifen abgeht. Ja. Vor dir ankommst, dann bist du ja eh dort, ja, automatisch. Das warst du, ne? Was? Deswegen habe ich dich überhaupt geholt auf dieser Start. Mittelstrecke, bist einfach durchgezogen und wolltest halt Mehr. Die Frage ist jetzt, wo gehen wir essen? Also ich fand die Strecke, wo man wirklich beschleunigen konnte, fand ich zu kurz. Das wäre richtig geil gewesen, hätte man noch eine längere Strecke. Man muss halt so eine Anhalt haben, weil in Deutschland gibt es ja ganz viele. Aber bitte mit Karts, die eine Federung haben, Alter. Es gibt kein Kart, das eine Federung hat. Dann bauen wir selber eine, Alter. Corona-Leugner. Haben Sie alkoholfreien Tee bereits? Oh. Dann nehme ich an. Ja, schönen Tag noch, ne? Ciao. Sollen wir jetzt in Sing oder nach Konstanz zurück und dort essen? Oder? Ja, also ich würde auch empfehlen, jetzt Sing ins Stadtzentrum zu fahren. Schon einiges, da gibt es bestimmt die Stadt. Also irgendwas wird sich da schon finden. Dann fahren wir ins Stadtzentrum. Ja. Also und dann können wir schauen, was wir machen. Ja. Alter, wir suchen jetzt Amogus. Wo ist Amogus? Der Stuhl. Die Tür. Jetzt geht's nach Singe. Hans im Kanick. Schwanz im Glück. Ja, geh mal zu Schwanz im Glück, oder was jetzt? Nee. Digga, das sind die Hippie-Veganer. Damals in der 5. Klasse, die komischen Ernährungsaufklärer, das haben wir immer die Hippie-Veganer genannt. Diese Kessler, oder? Unseren Arsch ab. Nee, nicht die Sessler, das waren ihre Kumpanen. Wirklich, leider nach dem Abi werden so viele Geschichten exposed. Digga, wir machen Videos dann, wo alles erzählt wird. Gibt es ganz viel. Insbesondere 5. bis 7. Klasse, als ich noch da war, gab es schon. Oh ja, da gab es einiges. Was ist das? 1 Pfund Fritten, Junge. Das sieht jetzt nicht so einladend für mich. Wir bis mal an dem Whisky ankommt. Belveny ist sehr zu empfehlen. Weißt du noch, was? Wie wir im Logan saßen? Völlig fertig nach der Malte. Ja, ich muss gerade wieder dran denken. Wir haben 2 Chili Cheese Körble bestellt und saßen dann einfach nur so. Ich bin nach einem fast verreckt. Digga. Hier ist es so asozial. Finde ich so belastend. Leute, wir stolzieren jetzt schon eine ganze Weile hier rum, auf der Suche nach Essbaren. Und in der Innenstadt ist der Netzempfang
Praktisch gar nichts. Habe ich vielleicht irgendwas? König Kebab. Hat eine gute Bewertung. 4,4 Sterne. König Kebab ist um die Ecke und der hat eine sehr gute Bewertung. Ist das Harkan? Ja, anscheinend ist es Harkan. Boah, weißt du von Harkan? Irgendwo stand mal Harkan. Leute, hier ist wohl König Kebab. Also ob das was zu bieten hat hier? Also die Bewertungen sind gut. Was kommt ins Video? Florian möchte sich ein Eis machen. Eis? Guck, was finden? Guck mal rein da. Ein Eismoor. Wird's jetzt gecancelt oder was, wenn man das veröffentlicht hier? Dann würde ich auch eine Pizza Mais nehmen. Pizza Mais, why not? Ja, holst du echt den Eismoor? Ja. Mein Gott, Karl, jetzt bist du rassistisch. Ja. Alle nehmen Eismoor jetzt hier auf entspannt. Ja, aber ich meine, da ist die Frage, wie ist es dann, weil es eine Tradition ist und man das heutzutage vielleicht gar nicht mehr. Ja. Mein Spanisch Negro, einfach schwarz. Ja, eben. Das ist, halt das ist ja genau die Sache, wenn es abwertend gemeint ist, dann ist es eigentlich wirklich rassistisch. Aber eben, da ist ja die Frage, wann sollte man dann denn? Genau, ja, ja. Wo es gibt sogar, ich habe mal auf YouTube gesehen, so einen Schwarzen, der hat so ein, irgendwie so ein Moor-Store oder so. Und der sagt ja, ja, juckt nicht so. Am Ende kommen irgendwelche so Leute und rennen ihm die Bude ein, weil sie zornig sind. Das ist ja schon. Aber meistens regen sich halt Leute auf, die es gar nicht betrifft. Also ja, aber ich finde es auch komplett übertrieben. Es gibt einen amerikanischen Fußballspieler, der spielt für Manny und der hat halt zu seinem Kollegen gesagt, irgendwas mit Negros oder so. Und die ganze englische Presse so, oh, das kann er nie im Leben sagen als Fußballspieler mit Reichweite. Wer hat das zu wem gesagt? Ein südamerikanischer Spieler zu seinem Freund, der ihn irgendwie zu einer guten Leistung im Spiel gratuliert hat. Negros ist einfach allgemein bezeichnet für Schwarze. Ja, eben. Spanien ist es, ich glaube, in Spanien ist es gar nichts Schlimmes. Nee, es ist nichts Schlimmes, aber eben die englische Presse sagt, oh, guck mal, der hat irgendwas mit Negros. Man kann es übertreiben. Wieso habe ich jetzt eine Fritz Cola? Achso, stimmt. Die ist doch für Linus gedacht. Nee, für Linus. Für Linus. Warum steht man? Alter. Das ist eigentlich ein Tanzverbot. Tanzverbot? Ich glaube, er lebt noch. Zwei Jahre nichts mehr von ihm. Der hat schon noch was Der war irgendwie mit Sido irgendwo. Also der Cheese Pull ist sehr nice. Das heißt, sie darf in seinem Auto. Weiß ich nicht. Hast du gestellt? Also ich habe jetzt noch nicht eingezogen. Oh. Finde ich gut. Nicht schlecht. Also Leute hier, wenn man nach Singen kommt hier, König Kebab ist zu empfehlen. Zumindest die Pizza, sonst haben wir ja noch nichts getestet. Halt manchmal bei Schusch ist halt einfach flüssig, also kommt halt drauf. Aber Aglion ist ja nicht mehr da, also geht's inzwischen. Ja, das wisst ich nicht. Digga, bei Domino's gießen aber die mal Fett drüber. Nein, nein, die Pizza ist gut. Oder? Ja, bei dir, aber bei mir nie. Die hassen mich. Sicherheit in Eismoor. Ja. Ich glaube, ich warte, bis der Eismoor gekauft wurde und schaue, ob es sich lohnt. Oh, Digga! Digga, komm, was ist denn? Digga, Mann. Soll ich es bei dir auch machen? Schau mal, zeig genau. Den Moor. Mit Geschmack kam sich noch eine weitere Soft-Eis-Sorte dazu gemischt. Mit Geschmack? Ja. Mit Geschmack? Ja. Mit einem zusätzlichen Eis, mit einer zusätzlichen Eissorte dazu. Das ist Vanilleeis und in dem Fall noch Schokoeis mit Schokoklasur. Aber Soft-Eis. Was hast du dir jetzt gerade gekauft? Das versteht. Das ist ein Eismoor. Und dazu kannst du eine Kugel Eis nach Wahl des normalen Eises bestellen. Oder ja, wieder Soft-Eis. 50% Aufpreis. Das heißt, einer bestellt ein Eismoor und alle anderen bestellen sich den Geschmack dazu für 50 Cent. Nicht den Moor? Kein Moor? Nee, nee. Schade. Ich hab Snickers. Eiskaffee. Also ich finde, die Erdnussnote kommt extrem hervor. Ja, stimmt. Und der Geschmack? Aber hast du auch ohne Geschmack? Nee, das ist ein normales Eis. Mit zwei Kugeln. Ohne Geschmack. Naja, doch, bei mir gibt's Geschmack. Cookies und Schoko. Das ist eine Schweinerei. Also ich meine, ich habe dafür ja gar keinen bekommen, weil ich kann ja schnell Eis nur gegen Schweine geben. Naja, kein Geschmack. Digga, what the fuck? Der arme Moor, lass den noch mal hier. Oh yeah. Egal, so. Ich hab halt ohne Geschmack, aber mit Diabetes. Das ist gar nicht schlecht. Cola, Kaffee. Nee, keine Cola. Der hatte den Kaffee in der Cola-Flasche. Was ein Tag, Leute. Was ein Tag. Ich hab den Gewinn hier gezogen. Ja. Möglicherweise. Ja, ich spür den Geschmack bei mir. Ja, mit oder ohne Geschmack? Ja. Das wird ein geiler Vlog, sag ich mal.
Entscheide, ob du die Zucker weiter mit oder mir. Oh, yes. Ja, miau. Ja, miau. Warum bleiben wir eigentlich stehen? Ich hab nur was weiß nicht, warum gerade hier. Ich hab nur was weggeworfen. Keine Ahnung, warum die anderen stehen bleiben. Das ist ein Sticker. Nice. Oh nein, Digga, das Video. Nein. Nice. Nein. Zur Info geht auf den Subreddit Why were they filming? Und dann seht ihr ein ominöses Video, in dem ein Mann... Der Geschmack ist schon... Darf ich kurz etwas anmerken? Was denn? Ansage an den Eismog, ja. Ich wurde um 50 Cent und meinen Geschmack... Scheiße, ich krieg's überhaupt nicht in den Griff. Und meinen Geschmack betrogen. Und Heider, ist es komfortabel hier? 2077 Cyberpunk. So, das war's mit dem Geschmack. Der Naht ist ein Riss entstanden. Von dem Fließband? Ja. Warst du auch da drauf? Ja, und dann hat's geknackst und es gab... Du bist auch drauf gegangen? Ja, ich bin auch drauf. Lass mal das mal so stehen. So, Leute, jetzt ist 8:30 gleich und die Heimfahrt steht an. Das war ein sehr heftiger Tag. Also nochmal danke an Haider für die krasse Idee. Es war... Also man wurde ordentlich durchgebumst vom Kart, aber es war trotzdem sehr nice und hoffentlich auch ein nicer Vlog, der ein Abo wert ist und ein Like. Der Eismor ist das Ei und den Like wert. Der Eismor! Keiner meint's ernst, also falls hier irgendjemand ein Problem mit hat, dann bye. Ja. Bye. Sag tschüss. Goodbye, Sam. Guck, alle alle sind immer am verkrampfen. Anyway, tschüss.